Hallo und herzlich willkommen zu Hand Showdown. Hallöchen. Ja, gehen wir gleich links, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich noch gar nicht geschaut. Ja, links. Jetzt muss ich kurz noch mein Bildschirm herrichten, weil ich habe noch da. Meine Güte, hat es mich gerade gerissen. Geil aus. Ne? Oh, also ja, das brennt hier gerade so, dann das Wasser hier richtig in Mattschicht geraben. So, meine Raben. Hey, fliegen gar nicht mehr. Schickes Sicht. Oh. Ja, ich bin extra ein bisschen losgerannt, gerusht. Hey, wir starten mal auf der Seite. Normalerweise starten wir doch immer dort, wo wir gerade hinrennen. Hm. Ja. Vielleicht auch ein bisschen aufpassen, nicht dass dann da, dann da wirklich noch Leute entgehen kommen. Ich hol's schnell. Achso, da ist ja der Typ. So ein fettes Viech übersehe ich auch mal. Ja, kann man. Oh, Pferd. Ich hab diesmal direkt F gedrückt und nicht E. Respekt. Dankeschön. Wollen wir jetzt da rechts hintergehen oder wollen wir eher. Warte kurz. Richtung Westen gehen. Also Westen. Was haben wir denn jetzt? Wir müssen uns schlechter machen. Also eher. Ja, gerade also hier in die Richtung würde ich sagen. Alles klar. Ich mag im Wald bleiben. Ja. Scheiß auf die Kühe. Angst auf andere Spieler, weil hier spawnen die gerne, ne? Ja, aber die sind dann anscheinend anders gelaufen. Ja, oder eher weg, also da wo in die Richtung, wo wir jetzt gerade laufen wahrscheinlich. Ja, das stimmt auch. Wasserviech? Wieder. Kein Wasserviech. Ne. Aber ich höre Schüsse? Hinter uns, ja. Beim anderen Hinweis in der Nähe wahrscheinlich. Gott sei Dank sind wir dann zu denen hingegangen. Oh. Ich bin mir immer nicht sicher, ob wirklich für alle Spieler die gleichen Hinweise gelten. Ich weiß oder ob wirklich auch nicht. Für manche Spieler. Also, wir spielen jetzt echt lange schon das Spiel eigentlich. Und also, letztens habe ich gedacht, ja, weil genau bei dem Hinweis, wo wir hin wollten, haben wir andere gekämpft. Genauso. Oder war das nur Zufall? Genauso wie ich nicht weiß, ob das Spiel nur mit einer vollen Lobby startet oder ob es auch mal sein könnte, dass nur zwei Teams drin sind. Das weiß ich ja nicht. Oder ob das nur startet, wenn wirklich alle da. Also, wenn. Wirklich, ja, Full Lobby halt. Ja, also wie viel Teams gibt's, das weiß ich gerade gar nicht. Also insgesamt 6 Spieler? Nee, schon 4 Teams. Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich müssten es 8 Spieler sein. 8 Spieler dann, ja. Ach, da ist ja der Hinweis. Was? Oh, lol, ich dachte da hinten bei dem Bauernhaus. Ja, ich habe per Zufall gerade gesehen. So. Dann, wo ist das nächste? Geradeaus und das Feld. Null Grad einfach, ja. Wieder ein Pferdilein. Oh Gott. Gott. Ich glaube, da kämpft schon irgendwer gegen irgendeinen Boss, weil. Naja, so viele Schüsse. So wie die schießen. Okay, wo ist denn die? Da ist wieder was, das holen wir uns noch. Aber ich glaube, nee, immer öfters irgendwie, sag mal, diese, ich nenne es einfach mal Spawn-Wahrscheinlichkeit von gewissen Gegnertypen eigentlich immer anpassen, ne? Also. Die Wasserviecher sind relativ selten geworden. Die sind selten geworden, ja. Und diese Insektenfrauen da eigentlich auch. Also es gab ja mal so eine Zeit, da waren richtig viele. Ja, das stimmt. Vor allem jetzt gibt es diese Gegengiftspritzen. Gibt es nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht. Also Wasserviecher gab es echt viele. Also die waren immer da. Ja. Also waren teilweise 5 oder 6 in einem.
Oh oh. Ach nee, wir müssen darüber. Ich musste schießen, sorry. Oh nee, kennst du die Ruine? Oh nee. Uff. Wollen wir das wirklich? Müssen wir ja. Die schießen da in der Ruine. Wenn ich das jetzt richtig einschätze. Ein Krematorium. Was? Oh, Hunde. Oh shit. Nicht schießen, nicht schießen. Ich muss Blutung stoppen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab keine Ahnung, ob ich überhaupt den Hund gekillt habe oder ob du das gemacht hast. Nee, ich hab beide gekillt. Okay. Ich glaube, ich habe auf den Toten eingehockt. Ja, hier schnell verstecken. So, und bin wieder geheilt. Perfekt. Okay, warte, ich tue vielleicht jetzt doch mal Gegengift rein, weil ich hier über diese scheiß Frauen sind. Ja, hau rein. Ich hör doch nochmal Hund, oder was war das? Naja, nee, es ist ein großes Viech. Ich hasse das hier so. Kämpfst du gerade? Ja, ich habe gerade abgestochen, so eine Frau. Gut, 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 gut. Ah, das ist oben. Brauchst du Heilung? Da wäre was. Nee, nee, alles gut. Ja. Bin nur vorsichtig gerade. Wo bist denn du? Ich weiß schon nicht, wieder nicht, wo du... Spring da drüber. Aua, aua, aua. Ich komm da nicht weg. Ah, shit. Ich hab's so gewusst. Was, sie lebt ja noch? Nee, jetzt kommt die noch auf mich. Ich bin gleich tot, Alter. Moment, Moment, Moment. Ist sie tot? Es geht wieder alles schief, ehrlich. Ja, das funktioniert ja gerade wieder gar nicht. Das ist einfach... Nee, dieser Ort... Der ist verflucht. Ist verflucht, ja, wirklich. Warte, ich gehe außen rum hier, weil da Hinweis links ist. Weißt du, ich gehe um die Ecke und plötzlich steht das Viech vor mir. Aber hier kämpft keiner, ehrlich. Nee. Doch nicht. Achtung, Rabenober. Ach, fuck. Ja, natürlich. Was? Ach, das ist ja... Das fette... Lol. Hinter uns. Hinter uns. Alter. Gott sei Dank ist es lol, dass es mich nicht angegriffen hat. Ich lock's weg. Warte, warte, vielleicht schaffe ich's, vielleicht schaffe ich's, warte. Ja. Weil der nur auf Geräusche. Was ist denn hier? Komm. Weg. Perfekt. Wo ist es? Okay, weg. Er kommt, er kommt, er kommt. Ach du Scheiße, lol. Was? Mein Gott. Nee, komm. Du Kacke. Andere am Arsch der Welt, Alter. Oh, das müssen wir doch. Lustig, wären wir jetzt eigentlich da gespawnt, wo wir eigentlich ursprünglich gespawnt wären. Ohne umzuschalten, wären wir wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Wären wir in die richtige Richtung gelaufen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt dürfen wir natürlich durch die ganze Pampa laufen. Was jetzt nicht gerade besser ist? Nee, nicht wirklich. Jetzt, wo alle Spieler noch so hingehen. Ich hab mal vor, hier wären jetzt überall die Wasserviecher. Alter, das wäre eine Katastrophe. Naja. Näher. Pferd? Relativ. Doch, die sind in der Burg hier drin. Da war doch immer ein Pferd. Oder? Ja, die schießen da. Vielleicht. Aber das ist nicht das Viech, also so viel wie die schießen, könnte eventuell. Doch, der andere. Das ist vielleicht der der Assassine. Nee, der könnte vielleicht da auf. Bei die Burg vor uns, die Alice Farm. Alice Farm?
Ich glaube, die Schüsse sind nicht direkt. Also ich glaube, die sind nur so ein Ticken weiter weg. Meinst du? Ja, stimmt, sonst wäre es lauter, ne? Ah, hier wäre ein Hinweis gewesen. Siehst du? Dann gibt es doch mehrere Hinweise. Ja. Weil da hinten gibt es einen Hinweis. Unter der Brücke. Siehst du das? Ah, ja. Krass. Das ist das erste Mal, dass ich einen Hinweis sehe, was wir nicht gebraucht haben. Und was in dieser Welt ist, wo wir schon gemacht haben, alle Hinweise. Gut, Richtung Burg. Ja. Aber das Pferd ist hier, ne? Ja gut, das Pferd wird aber vielleicht wegen dem Viech. Alter, die kämpfen jetzt gerade die Geräuschkulisse gegen den Schlechter. Nee, der Schlechter ist ja über uns. Ja, ja, aber da kommen auch ein bisschen die Schlüsse her. Okay, schauen wir mal. Achtung Raben, die will ich jetzt nicht verscheuchen. Da wäre nochmal ein Hinweis gewesen. Ja, da gibt es doch mehrere Hinweise. Da waren zwei Hinweise relativ nah beieinander, muss man sagen. Man wundert mich richtig, dass der Schlechter also noch nicht tot ist, ne? Also kann man eigentlich so sagen, wahrscheinlich, dann gibt es pro Boss, sagen wir mal so 7-8 Hinweise, aber die sind dann wahrscheinlich fest. Ja genau, und da kann halt jeder hingehen. Wahrscheinlich, ja. Also ich, ja genau. Aber da muss ich auch sagen, dann wundert es mich richtig, wenn da so zwei Hinweise so nah waren und die auch schon saunah am Gegner, also am Boss sind, dann müssten die doch den Schlechter schon gemacht haben, oder? Lol, die sind zurückgespawnt. Alles klar. Oh Gott, du nimmst die zwar rechts, bitte. Läuft der dir einfach zu dir? Ach, hier ist ein. Ach, hier ist ein extra. Ausgang. Man kann ja von hier aus jetzt mal Richtung Boss gehen. Mhm. Nein. Was? Ja, weil da ist Extraktion. Ja. Oh, also diesmal laufen wir echt lang. Also dafür, dass die letzten Runden immer fast immer instant beim Boss waren oder nicht weit, müssen wir jetzt einmal durch die ganze Map gelaufen, ne? Ja, aber was mich irritiert, dass die noch überhaupt keinen Boss haben. Ja, das ist merkwürdig. Hier auch noch die ganzen meisten Gegner leben. Stimmt eigentlich, du hast auch recht. Eigentlich ist fast kaum jemand. Aber Schüsse waren da, also. Merkwürdig. Da ist auch noch die. Was? Das dann. Ah, gut, zack. Zu viel Kleinchen. Alter. Es hat was. Da ist noch ein. Eieiei. Oh. Lol. Alter, Achtung, die Vögel sollen vielleicht nicht aufgeschreckt werden dort. Da oben ist noch die Tante. Also wir müssen jetzt vorsichtig sein, aber nicht zu vorsichtig. Nicht, dass die einfach hier... Weißt du? Ja. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob wir ein paar Viecher überleben lassen sollen? Nee. Ich weiß das nicht. Das ist immer so eine... Na gut, das ist ja immer, das sind halt ein paar Pünktchen und... viel. Ich weiß nicht, die machen halt meistens Geräusche. Wirklich nur so... Die Tante, wenn sie vielleicht mal angreift, das hört man vielleicht. Ja, und die anderen stimmt. Viecher, also denken wir sich immer so, So. Oder letztens, das Viech ist einfach grundlos rumgelatscht. Sie sind eigentlich direkt davor und entweder... Doch, also meinst du? Die Schüsse, die sind jetzt, die müssten hier sein. Meinst du? Das war so leise. Ich trau mich halt nicht wieder hier drüber, weil wenn wir hier rüber gehen... Du bist wieder so offen, weil du um diese Hütte läufst. Ja.
Das sind wir gerade doof. Also da eigentlich, wo man nie hinwollen, da ist meistens die scheiß Bosse. Ja gut, wir müssen irgendwas machen. Ja. Rennen wir mal... Hier so links außen rum? Ja, links außen rum, ja. Würde ich auch sagen. Weil die meisten kommen wahrscheinlich von innen in der Map. Ja, würde ich auch denken. Und niemand kommt von da oben. Also da kann uns keiner in den Rücken fallen. Weißt du, was ich meine? Na, verschreiß doch. Ja, gut, da hast du auch wieder recht. Gut, da leben aber noch die ganzen... Aber die Chance ist geringer, weil... Das ist schon die Wahrscheinlichkeit. Wo sollen die da herkommen? Die müssten dann auch, wenn dann außen rumrennen, und dann kommen sie eigentlich von links oder rechts. Aber ich sehe da nichts. Ich sehe, wüsste nicht, ich sehe keine... Ich gehe mal kurz da ein bisschen rum. Na gut, nee, das sind Enten. Ja, nehmen wir das Viech da aber mit, nicht, dass es uns im Rücken angreift. Hier leben auch noch die ganzen Viecher. Schon merkwürdig. Da ist so ein Feuerfuzzi, den müssen wir fast zerledigen, weil wenn wir angegriffen werden. Oh ja. Ja. Oh, jetzt, hä? Boah, dann werde ich wieder Leben verlieren. Ich kann dir leider nicht helfen. Oh, es geht sehr gut. Kannst du so schnell? Ich habe keine Ausdauer mehr. Dankeschön. Also der Tipp mit dem Schlagring, der war Gold wert. Der war wirklich Gold wert. Holy moly. Also, ach, das wäre ich danke niemals dafür gekommen. Danke dafür. Also mit dem Schlagring wäre ich nie auf die Idee gekommen, auf den einzuschlagen. Das hätte ich mich gar nicht getraut. Weil ich nee, keine Chance. Weil der hat immer so viel Schaden gemacht und dann... So weit wie möglich weg. Doch, jetzt kämpfst du gegen schlechter. Ja, wegen dem Dynamit, ne? Ja. Das ist jetzt die Frage, was machen wir? Eigentlich müssten wir angreifen, bevor die ihn... Am besten bevor die ihn... Ja, am besten jetzt echt so bald wie möglich da eindringen. Ja, ja, ja. Obwohl, nee, jetzt. Die sind draußen. Die sind jetzt draußen. Naja, das ist natürlich jetzt... Döf. Döf. Ja. Moment. Ich dachte, ich habe schon eine Falle ausgelöst, weil es gerade so komisch rumgerattet hat. Das ist aber recht, die sind wirklich draußen. Welche? Tu die Enten nicht aufschrecken. Aber die Explosion war, glaube ich, schon drinnen. Ich bin mir nicht sicher, aber der wäre doch schon längst tot. Die Enten. Denk an die Enten. Ja, ich habe gerade versucht. Boah, ey. Dass die auch immer so lange brauchen, das ist brutal, weil wenn wir jetzt vorgehen, dann kommen sie raus. Dann kommen sie raus. Ja, das ist Versteck. Typisch. Oder dann kommen die anderen von hinten. Oder irgendwie sowas. Ja, genau. Weil dann schleichen da plötzlich auch andere rum. Wo ich mir denke, scheiße, hätten wir eine Minute länger gewartet, dann hätten wir die schönen Rücken angreifen können. Weil die sich da reinschleichen wollen und so um die Hütte laufen, ne? Dort irgendwo oben, dann hätten wir die schönen anhütten können. Da hinten lebt auch noch das Viech. Das ach, ist schwer. Das ist wieder so. Es kann aber auch sein, dass die Schüsse, dass vielleicht die Spinne bei der Sägemühle ist. Und die wir deswegen irritiert sind. Weißt du, was ich meine? Kann auch sein, ja. Aber wieso fallen jetzt keine Schüsse mehr? Also jetzt, wer dann Boss müsste noch jetzt wieder mehr Schüsse fallen? Ne, ich glaube, egal oder wie wir uns jetzt entscheiden, es gibt nur viele Entscheidungen. Ja. Weil wären da jetzt welche beim Schlechter, dann würden sie jetzt noch schießen oder irgendwas machen. Ja, natürlich. Die Pausen zwischen den Schüssen, das sind einfach so Einzelfiecher irgendwie, wo es drauf schießen. Ich will jetzt auch nicht wieder gegen den kämpfen, dass die uns dann angreifen. Weil diese Hütte hier, die ist riesengroß. Naja. Da können die einfach überall reinkommen. Oben, unten, jeder Eingang. Oder ich sehe schon, wir kommen da gar nicht rein, weil wenn wir nur dort in der Nähe sind, gibt uns irgendjemand einen Headshot. Da ganz vorne ist schon mal eine verschlossene Tür. Also müssten wir oben rein und oben... Ist oben offen? Nee. Oder ist oben offen? Nee, ist so. Ich sehe schon, wenn ich da jetzt nur hingehe. Da ist ein Wasserviech. Geil. Also da übers Wasser kommen wir schon mal gar nicht.
Direkt beim Übergang, ne? Mein Gott. Ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Oh Mann. Das ich hasse diese Momente hasse ich in dem Spiel, ganz ehrlich, wo man nicht weiß, was man jetzt machen soll. Ja. Alter, was ist denn das denn? LOL. Ja, genau da beim. Ach, und da ist auch nochmal ein Wasserviech. Ach komm. Ey, okay, Wasserviecher sind wohl eher bei Bossen. Ich lock die jetzt mal da. Kann man dich das weglocken? Ja, du musst hinten mal kurz reingehen. Geh mal hinten rechts rein. Jetzt. Wow. Alter. Wow, Alter, wie schnell ist es? Ich wollte gerade sagen. Ah, der rührt sich ja nicht. Ja, das andere Viech ist da. Oh mein Gott. Hey, es ist jetzt ein von denen. Es ist noch zwei. Das müsste auch verschwinden. Die verschwinden noch beide, oder? Und dann geht wieder zurück. Okay, alright. Das ist so lustig, dass das Viech da hinten mich angegriffen hat, nicht das hier vorne. Ich glaube, vielleicht packt das da auch gerade fest irgendwie. Das hört jetzt gar nicht mehr auf. Okay, Mai. Tschüss. Oh, Mann. Das verrät uns halt gerade hardcore. Ja. Es hat aufgehört, ne? Aber ist immer noch da, ja. Gut, man könnte jetzt darüber springen, so ist jetzt nicht klar, oder? Ja, also rüberkommen wird man schon. Weil das backt anscheinend fest. Und das andere vielleicht nicht fest. Also ich hab's ohne Leben. Ja, ich auch. Sondern jetzt aber schnell irgendwie. Aber brennt tut's da? Lol. Öffnen brauche ich hier aber nicht. Oder? Aber richtig. Ja. Jetzt sind wir entweder gleich tot, weil ich so langsam gehe. Das ist jetzt so. Wie macht man das jetzt, ne? Langsam gehen? Oder schnell und einfach rein? Ich guck da mal rein. Mhm. Ich sehe das fette Viech. Aber es kämpft auch nicht, also. Ja. Dann mach einfach mal das Tor auf. Hat es Leben verloren? Nein, gar nicht. Ach genau, gegen Feuer ist er ja immun. Ja, Problem, ich habe jetzt nur Feuer dabei. Nee, ich habe noch eine Ziehharmonika. Ah, ja, die hätte ich auch, die macht ja relativ gut Schaden, ne? Aber die versperrt uns halt auf den Weg, ne? Teilweise. Sollen wir jetzt schon anfangen zu schießen? Ja, irgendwann müssen wir ja kämpfen, also geht los. Ich halte hier ein bisschen Augen offen. Du kannst schon mal anfangen, was geht. Hast du irgendwie so die Trap-Fallen dabei, dass wir hören, auch Klaas oder so? Nee, das ist leider was anderes. Vorsicht. Ich sehe schon. Ich schmeiß die Trap-Falle und die geht irgendwie durch die Wand durch und ich will die Haufen also Leben, das sehe ich schon. Also diese Stachel. Ich habe wieder Schüsse. Boah, Alter, was geht hier? Oh. Feuer, Feuer, Feuer. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, meine Hauptwaffe zu nehmen. Ich wünschte, man könnte sich hinlegen. Nur der Mund. Manchmal ist es klüger, ne? Wenn, also bei sowas hier ist es fast klüger, dass einer immer so ein bisschen Ausschau hält und nur einer kämpft, weil. Oh shit. Oh, ja,
Manchmal ist, ich kann halt nicht so richtig auf Geräusche hören, weil wenn ich Holz höre, ist es entweder du oder andere oder Wasser. Da bin ich aber auch nicht sicher, ob das du oder dann... Also Wasser bin ich normalerweise eher. Ja, nicht, aber ja, ob das dann andere Viecher sind, weißt du, oder so. Keine Ahnung, die aufschrecken oder so. Mach es fucking her. Also ein paar Schüsse kann ich noch abgeben mit meiner Sekundär, dann musst du vielleicht erwarten. Ich geh wieder rein. Mhm. Bleib da! Fettsack. Wow! Was? Ja, da hat gerade einen Ansturm gemacht. So. So. Gott, ich bin so nervös. Teilweise ist echt lang. Bleib da! Es geht runter. Nee, das sind halt noch überhaupt keinen anderen Spieler irgendwie gesehen. Der ist tot. Gut. Gleich extrahieren. Extrahieren. Verbannen. Extrahieren ist ja. Ja. Komm. Jetzt machen wir danach. So, soll ich jetzt raus, reingehen oder soll ich ein bisschen draußen bleiben? Ist halt die Frage. Ja, wie, ne? wie sicher ist das denn hier da draußen? Ich weiß nicht, also ich kann schon in den Rücken erschossen werden, wenn sie blöd kommen. Und mich instant sehen. Das wäre natürlich. Schau mal hier oben. Also hier oben ist eigentlich hier eine Treppe. Aber das ist halt auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich von rein. So einer hier Richtung. Ist eine Treppe. Also gut, von da hinten. Da ist auch noch ein Aufzug, aber das hört man hoffentlich. Also die können hier hoch. Hier ist noch ein Aufzug, den müssen wir aber hören. Hier durch und hier eine Treppe. Oh, eine Falle wäre es ganz nett. Die Schüsse. Eine Falle wäre mega fett. Ich höre Enten. Wo waren die? Ich hoffe einfach, das Wasserviech unten. Das ist aktiv geworden. Okay. Das ist aber die ganze Zeit schon aktiv, glaube ich. Safe? Ja, also vorhin war es auch schon relativ wild. Ja, bleib du lieber draußen, weil drin ist gefährlich, glaube ich. Ja. Dann kann ich vielleicht schreien, wenn das da jemand ist. Nur ich bleib halt relativ ruhig, wenn die von wenn die vor mir jetzt kommen, dann ja, dann kann ich die schön weg aimen versuchen. Aber wenn sie irgendwie hinten hergehen, können sie mir schön in den Hinterkopf reinholzen. Jetzt ist aber das Wasserviech auch aktiv. Ach so, weil da ein Monster ist im Wasser, glaube ich. Gut, aber die anderen Schüsse, das müsste beim anderen Boss sein. Aber wenn wir so wenig wie möglich gehen auf Holz, dann würden wir ja eigentlich hören, wenn es auf Holz gehen, ne? Ja, aber ich gehe gerade ganz drum, weil ich muss ein bisschen schauen. Ja, ich gehe auch die ganze Zeit rum, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die mir dann irgendwie... Weil dann bin ich doch... Ah, oh, okay. Okay. Okay, ich... Dann war der ganz schön weit weg. Hä? Ah, hä? Die Schüsse habe ich gar nicht gehört. Oh, okay. Ja. War das schon nah? Da ist die Frage, gehen wir dann raus oder wollen wir dann versuchen, das auch noch zu holen? Fuck. Das ist halt jetzt die Frage bei den Spielern, die so lange brauchen. Ja. Ob man es da eventuell riskieren sollte. Weil viel verlieren. Naja. Oder wir gehen halt wirklich auf Nummer sicher und haben dann dafür halt einen Level 30 Charakter oder so. Keine Ahnung. Je nachdem.
Ja, oder wir wollen wirklich auf Nummer sicher gehen, damit wir halt mal unsere drei Leute hochkriegen. Blöd gesagt. So. Weiß es auch nicht so ganz. Und guck mal. Kurz. Ne, gar nichts. Nichts, oder? Dann hol ich's auch schnell. Das war jetzt schon fast einfacher so. Man könnte überlegen anzugreifen. Ja. Aber weil es einfach gerade so gut läuft, dachte ich. Nee, den Tod dachte ich rauszögern, wenn wir Kampf. Ja. Vor allem es lief halt eigentlich relativ gut und es wäre echt ärgerlich, wenn wir da fragen. Ja komm. Erfolgserlebnis gut. Weil ich glaube, wir haben gut Kleinviech geschnetzelt. Das war nicht schlecht und alle drei Hinweise haben wir auch. Also musste ich schon sagen. Gute Kette. So, keine Spielerbegegnungen, muss aber auch nicht sein. Von der letzten Runde, das war schon spannend genug. War das letzte Runde? Bin gerade gar nicht sicher. Kommt man nicht überhaupt drüber? Nur letzte Runde? Nee, letzte Runde war auch eine gemütliche Runde, oder? Glaube auch. Und ich glaube aber, die davor war relativ stritt. Alter, ich laufe hier gerade durch den größten Dschungel. Überhaupt noch richtig? Was? Nee. Hä, wo sind wir denn? Da ist eine Brücke, da geht es noch drüber. Wenn jetzt hier ein Wasserviech gewesen wäre. Soll ich anrufen? Nö, ist nix. Naja. Sie irritiert mich gerade, die Runde, ja, die war. Ja, die war ein bisschen komisch, ja. Manchmal frage ich mich, was machen die ganzen Spieler? Weil ganz ehrlich, wenn es 8 Spieler sind da drin. Vor allem, weil wir waren ja auch die ganze Zeit eigentlich nur gesucht, gesucht, gesucht. Ja. Manche waren ja eigentlich näher vom Spawnen her, anscheinend. Aber vielleicht, aber nicht, dass wirklich manchmal nur eine keine volle Lobby spawnt, nur 4 Leute gespawnt sind, also wir 2 und die anderen 2. Das ist halt interessant zu wissen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht weiß das ja derjenige, der uns auch den Tipp mit dem Schlagring gemacht hat. Dann kann ich mal in die Kommentare schreiben, ob der da was weiß, wie das ist. Das wäre echt interessant zu wissen, ja. Das wäre wirklich interessant zu wissen. Wie das da so ist mit Spawnen und Spielstarten und. Naja. Aber wir sind wieder mit Beute raus. Das ist die Hauptsache. Ja, Mann. Schön, schön. Das hängt gerade bei mir. Bei mir auch. Ah, jetzt dreht sich's wieder. Oh, Gott sei Dank. Dritten Hinweis entdecken. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an unsere erste Runde, wo wir einfach durchgerannt sind, wo uns kein einziger Spieler entgegengekommen ist. Aber bei der allerersten Runde haben wir da nicht dann beide Bosse dann sogar gemacht? Kann das sein? Ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung. Nee. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß, dass wir nicht mal Schüsse gehört haben oder so. Das stimmt. War echt gar nichts. Das stimmt aber gar nicht. Als wären wir allein auf der Karte gewesen. Das war komisch, ja. Das war merkwürdig. Vor allem, ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich das Spiel ja nicht so wirklich kannte. Unsere erste Runde. Naja. Dachte, das ist jetzt das Spiel. Dachte, cool, das sieht schön aus. Ein paar Monster töten und so. Cool. Mhm. Nicht mal 30, jetzt sind wir 25. Ja. Na gut, aber dann bedanken wir uns nochmal fürs Zugucken. Ja, genau. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Viel Spaß beim Weiterspielen und ciao. Ciao.